Willkommen auf dem berüchtigten Kurs in Belgien. Spa-Francorchamps, traditionsreich, mit Eau Rouge und so weiter und so fort. Dazu ist die Strecke auch noch richtig schön zu fahren. Und mal gucken, ob wir heute wieder ein paar Punkte holen. Wir gehen ja so langsam in die zweite Saisonhälfte. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Verbessern unser Auto stetig. Jetzt hier Eau Rouge erstmal mitnehmen. Ja, gut gemacht. Und dann mal gucken, ob wir vorne noch ernsthaft eingreifen können im Kampf um den Weltmeistertitel oder nicht. Ich glaube eher nicht. Das machen Verstappen und Sergio Perez unter sich aus. Aber ich werde die Chance nutzen. Wenn die beiden patzen sollten, dann bin ich da. Dann bin ich auf jeden Fall zur Stelle. Werde versuchen, das Ganze auszunutzen. Aber jetzt will ich erstmal hier versuchen, eine gute Runde hinzukriegen. Mir eine gute Startaufstellungsposition zu sichern. Weil wir fahren auch heute nicht so viele Runden. 11 Runden, hört sich wenig an, ist aber bei der Streckenlänge ja eigentlich ganz okay. Hier ist, Achtung, auch eine fiese Stelle zum Drehen. Die habe ich auch richtig gut genommen. Ein bisschen Vorsprung vor Verstappen haben wir. Mit unserem mittlerweile richtig schnellen Boliden. Wir haben ja noch ein paar Teile auch wieder in der Entwicklung. Also da hört es auch nicht auf. Jetzt biegen wir hier auf den letzten Abschnitt ein. Achtung. Nicht das Gras mitnehmen. Dann haben wir hier eine 1,14 schon. Verstappen ist hinter uns. Dann sollten wir das eventuell schaffen. Auf Position 1 von der Pole Position. Und das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, um zumindest aufs Podium zu fahren. Je nachdem, wie das Rennen natürlich dann verläuft. Letzten beiden schwierigen Kurven. Und das sieht ganz nach Pole Position aus. Ja, Verstappen holt das nicht auf. Kein anderer. Also starte ich von der 1. Perfekt. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Die einzig wahre, Verstappen und Sergio Perez. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ja, ganz schwer mit den beiden Red Bulls im Nacken. Die sind natürlich auf der langen Geraden, haben die einfach nochmal ein bisschen besseren Speed. Aber ich werde mich verteidigen, habe ich ja schon öfter gemacht. Wie sieht es sonst so aus? Magnussen auf der 11, ja, der kann auch in die Punkte fahren. Also, verspricht viel Spannung. Auf geht's. Ein guter Start wäre von Vorteil, vor allem vor Kurve 1. Und dann mit Ausblick auf Eau Rouge. Wir gucken mal, auf geht's. Grand Prix ist gestartet, kommen alle so halbwegs gut weg. Verstappen versucht es jetzt ganz außen, Perez versucht es innen. Aber ich halte mich auf der 1 mit ein bisschen Curve. Oh, jetzt kommt Verstappen links und Perez rechts. Oh, das wird jetzt oben ganz gefährlich, aber ich ziehe durch. Egal, was Verstappen macht, ich weiß ja nicht, was er macht. Achtung, oh, gut gegangen. Über den Curve da drüber. Ich habe gedacht, ich rutsche. Der ist nämlich auch so halb hoch und sie kommen. Ich habe das schon geahnt. Verstappen und Perez, beide versuchen es, aber schaffen es nicht. So, ich muss gleich auf mein Reifenmanagement achten. Wir fahren jetzt 7 Runden lang mit, oder 6 glaube ich, mit Softs und dann geht's auf die Mediums. Russell hat die Mediums. Aber das war mir klar von Anfang an, dass Perez und Verstappen da mit ihren schnellen Boliden, da muss ich gewappnet sein. Aber wir sind jetzt erstmal vorne. Wir haben den Start gut gemeistert, gut verteidigt in Kurve 1. Auch das erste Mal Eau Rouge gut hinbekommen. Und jetzt also auf Renngeschwindigkeit kommen. Die Pace hochhalten. Ja, und die Reifen nicht zu sehr verschleißen lassen. Ich muss natürlich auf diesen langen Abschnitten muss ich ERS verwenden, um mich einfach zu verteidigen. Anders würde das nicht gehen. Der reinen Motorleistung wird das halt noch nicht gehen, so wie hier jetzt. Und Sergio Perez ist hinter mir. Hat mit Verstappen mal getauscht. Das machen die mit voller Absicht. Ich habe mal gesehen im Training, mit DRS noch in Eau Rouge kommt man bis auf 340, 345 km/h. Das ist echt extrem. Das ist echt sehr, sehr extrem und sehr Wahnsinn. Aber vielleicht hole ich da auch ein bisschen, ja, Zeit auf vor den letzten beiden Kurven. Müssen wir jetzt einfach mal gucken im Verlauf der nächsten Runden, ob das dann auch wirklich so ist. Jetzt muss ich hier erstmal ERS wieder einsetzen, dass ich einen guten Speed habe oben in Eau Rouge, dass ich dann halt auch vor allem aus dem DRS raus bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, klappt gut. Ja, hier gewinne ich nicht so viel Zeit.
So, und weg mit ERS. Boah, Wahnsinn. 330, 331, 32. Gut, die 1 km/h Unterschied merkst du dann nicht, aber so 10, 15 km/h Unterschied mit DRS, das wirst du dann merken und auch sehen. Aber noch läuft alles nach Plan, noch läuft alles gut. Ja, außer die Kurve jetzt, die war nicht so gut genommen, aber 1,6 der Vorsprung, das ist wichtig. 1,3. Die anderen können ruhig DRS kriegen, aber ich nicht, beziehungsweise nicht mir gegenüber. Hier spare ich dann schön. Die nehme ich nicht so ideal, die Kurven. Ich lenke immer zu spät ein. Das braucht dann natürlich immer. Nur der verbraucht, ey, Grip und so weiter und so fort. Und jetzt wieder mit Vollspeed hier. Eine Sekunde Vorsprung hätte ich. Würde reichen, um den anderen kein DRS zu geben. Boah, Wahnsinn, ey. Was hier für G-Kräfte drauf wirken. Ich weiß ja nicht, wie vielfache Kraft das hier wäre. So, 1,2, 1,3. Jetzt ist entscheidend. 1,45, beste Rundenzeit. Die schnellste bislang. So, jetzt ist entscheidend, dass ich DRS verhindere. 1,1. Die dahinter alle, die werden es kriegen, außer Russell gegenüber Sainz. Aber die Ryan Red Bulls, die werden sich natürlich jetzt gegenseitig nach vorne ziehen. Jetzt mache ich hier erstmal ERS aus, weil ich bin aus DRS-Fenster raus. Jetzt wird's witzig mit Verstappen. Der kommt natürlich ran, aber Gott sei Dank nicht so nah, dass ich da noch mit drin hänge. Oh, die Abschnitte muss ich echt besser nehmen hier. Das ist die halbe Miete, wenn ich hier gut durchkomme. Die Geraden, die langen Geraden kriege ich dann irgendwie noch gebacken. ...1,6, das ist okay, ist noch im Rahmen. Oh ne, jetzt kommt er ja wieder. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alles klar. Ich vertraue meinem Team, ich mache mal Änderungen bestätigen. Also würden wir in der nächsten Runde schon reingehen. Wahrscheinlich um gegenüber Perez und Verstappen noch mehr Vorsprung rauszufahren. Ich weiß ja nicht, was sie darin sehen. Aber ich mache das aus dem Grund, weil die letzten Änderungen haben eigentlich immer gut funktioniert und haben gut geklappt. Und deswegen mache ich jetzt auch diese Änderung. Mal gucken, was sie bringt. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich, weil ich schon zu sehr gepusht habe, wahrscheinlich. Und die wollten mir nicht sagen, dass mein Reifenverschleiß, gut, der ist jetzt schon bei über 30%. Wahrscheinlich auch deswegen. Weil sie damit gerechnet haben, dass ich weniger Grip habe. In Runde 5. Und deswegen holen sie mich jetzt schon rein. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Der Abstand zum Zielkollegen beträgt 5,4 Sekunden. Also wäre nachvollziehbar, wenn das der wirkliche Grund wäre. Gut, also jetzt nochmal Vollspeed. ERS kriegen, kriegt Perez nicht. Mal gucken. 1,07. Ne, wird er nicht kriegen. Ne, muss ich weiter verteidigen. So, und die lange gerade nutze ich nochmal mit ERS. Um mich hier auf über 300 Sachen zu kriegen. 330. So, gut genommen den Abschnitt hier im 5. Gang. Genau, deswegen holen sie mich jetzt schon rein. Die wollten das jetzt so nicht sagen, sie haben es nett umschrieben. Ich habe aber auch die Reifen gut missbraucht in den ersten beiden Runden, musste ich ja. Oft spät auf der Bremse gewesen. Stark reingebremst in die Kurven. Da kannst du nichts machen. So, hier benutze ich jetzt auch nochmal ERS, um mich wenigstens mit ein bisschen Vorsprung, jede Sekunde Vorsprung, jede Zehntel Vorsprung, der kann Gold wert sein am Ende des Rennens. So, 2,1 Sekunde. Der Boxenstopp kann ja auch schnell gehen. So, einmal hier abbiegen in die Boxengasse, Frontflügel und so weiter heile lassen, okay, alles klar. Ich bin auch der Einzige, der reingeht. Oder geht noch einer rein? Sehe ich jetzt nicht. Dann gucken wir mal.
Wie schnell wir durchkommen. Hamilton geht noch rein. Okay, der hat auch eine andere Strategie. Ist vorne gut reinfahren. Guck mal, wir sehen die letzte Gasse vorne. 2,4, ist okay. Ich auch. 17. 18. So, jetzt bin ich gespannt, was es bringt. Als 16. hinter Stroll vor Latifi. DRS würde ich doch noch mitnehmen, oder? Würde ich da reinkommen ins Fenster? Ich habe ja nur 0,7 Rückstand, so ist es auch. Und jetzt spare ich erstmal ES, weil ich habe ja DRS hier. Und sauge mich so ein bisschen ran. 300, ihr seht schon, 34, 35 km/h. Das ohne ERS. Also mit bin ich gefühlt bei 340 km/h. Das ist echt übertrieben. Also wirklich sehr, sehr übertrieben. Aber auch, denke ich mal, dank unserer maximalen Spaltbreite, die wir jetzt haben. Stroll. Auf den schon immerhin 5 Runden alten Softreifen unterwegs. Der hält mich jetzt natürlich ein bisschen auf, aber ich riskiere da nichts. Das bringt auch nichts. Dann lieber sicher überholen. Ich weiß ja nicht, wann die vorne reingehen. Die werde ich auf jeden Fall wieder alle überholen, hoffe ich. Nur das ist jetzt hier entscheidend. Sich nichts kaputt zu machen, keinen Flügel oder sonstiges, das wäre echt sehr fatal. Jetzt haben wir schon mal so einen frühen Boxenstopp. Achtung. Und jetzt muss ich ja eigentlich vorbeiziehen. Das ist jetzt eigentlich meine Chance hier an Stroll vorbei. Nochmal ein bisschen Windschatten mitnehmen. Achtung, innen vorbei. Über den Rasen, ja. Ich lasse genug Platz. Und vorbei. So, hier eingelenkt. Ja, sehr gut. Die ersten sind schon drinne. Machen schon die Boxenstopp sehr fein. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Ja, da kommt schon ein Red Bull wieder raus. Verstappen ist es nämlich. Ganz knapp geschafft, da kommt er. Wird von Guanzhou leider nicht überholt. Aber vielleicht können die anderen ja dann so eine Art, ja, Wingman wieder spielen. Jetzt werde ich kein DRS kriegen, ist aber egal, dann pushe ich mit ERS. So gut wie es geht. So, jetzt ist halt entscheidend vorne. Was macht Perez? Und wie lange werde ich hier aufgehalten? Das ist nämlich auch das Ding. Wenn ich mich nämlich von den langsamen Gurken hier aufhalten lasse, dann bringt mir das auch nichts. Das ist echt sehr, sehr doof. Aber gut, müssen wir jetzt mal gucken, wie viele Sekunden Vorsprung wir noch haben werden, dann, wenn Sergio Perez drinne war oder auch nicht. Auch mit Voice Crack nicht. Voice Crack des Todes wieder hier am Start. Aber gut, muss sein. Gehört mit dazu. So, jetzt die Frage. Kann ich drei Autos auf einmal überholen? Ist das zu viel verlangt? Zu viel gewagt? Weiß ich nicht. Ocon. So, jetzt. Mal gucken, ob es klappt. Der erste wäre Ocon. Ja, Tsunoda der zweite. Achtung. Bisschen Rangelei mit Ocon. Außen an Tsunoda vorbei. Und an Vettel auch noch. Ah, gut. Muss ich zurückgeben. Schade. Dafür hole ich mir den Platz jetzt wieder. So, alle anderen gehen rein, außer Tsunoda. Verwarnung, Kollision mit Vettel verursacht, alles klar. Magnussen auf der 3, ganz vorne ist Russell, weil er hat eine andere Strategie. Sergio Perez kommt. Ja, da wieder raus. Hinter Verstappen, okay. So, und wir haben jetzt Tsunoda hinter uns. Also alles wie beim Alten. Viel gebracht hat es nicht, viel Vorsprung haben wir nicht, aber immerhin. Wer weiß, vielleicht kann Tsunoda Verstappen da noch ein bisschen aufhalten. Aber der kommt auch ran, aber der schafft es nicht, nee. Mit großen Schritten, das kann er nochmal versuchen, aber wird er nicht hinkriegen. So, noch 4 Runden. Ja, am Ende wird es jetzt nochmal ein bisschen haarig, ein bisschen schwitzig. Aha, gelbe Flagge. Hinter uns gab es einen Unfall wahrscheinlich. Oder geht's weiter? Nee, grüner Sektor. Hat sich wahrscheinlich nur einer verbremst. Wieder gelber Sektor. Ja, da wird's einen raushauen. Das sieht nach Schwarzmann aus oder irgendeinem Alpha. Entweder Alpha oder einem Schwarzmann.
Ja, es ist Guanju. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Zhu Guanju. Also, nicht Schwarzmann, sondern der andere Alpha scheidet aus. Heißt, da waren sie noch 19. Gibt kein Virtual Safety Car, gut für uns. Aber natürlich auch gut für Perez und Verstappen. So können die auf Renntempo bleiben. Somit haben wir ja wenig Sekunden Vorsprung. 1,9, 2 Sekunden knapp. Tsunoda jetzt drinne. Und ich glaube, die anderen, die werden Red Bull nicht gefährlich werden können. Also muss ich mich jetzt noch mal ein paar Runden verteidigen gegen die anderen. Russell auf hart unterwegs. Ich versuche alles. Sainz ist aber auch zu weit weg. Das wird ein Zweikampf zwischen Perez und Verstappen. Und ich muss vorne versuchen, so weit wie es geht, schon wegzukommen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Weil Sainz und Russell, die können da beide nichts mehr machen. Und auch die anderen nicht. Die sind zu weit weg. Na gut, aber wir haben uns in eine gute Ausgangslage trotzdem gebracht. Gut, Guanju ist da rechtzeitig weg. So, Achtung, hier darf ich mich nicht drehen. Die Kurve nämlich auch nicht ideal. Den Abschnitt hier generell. So, 2,2. Also wenn es in diesem Bereich bleibt, bin ich echt zufrieden. Aber es darf nicht weniger werden. Da nutze ich auch ERS auf den langen Abschnitten nach wie vor. Das ist mir egal, ob ich dann am Ende zu wenig habe. Aber was ich jetzt mehr habe an Vorsprung, das kann ich vielleicht dann noch kompensieren in den letzten 2 Runden oder so. Die dann gleich auch anbrechen. 5%, das ist echt wenig. Will gar nicht gucken, wie weit meine Reifen wieder runter sind. Guck trotzdem 19. Ja, ist okay. Wir haben jetzt noch 3 Runden. So ein bisschen Reifenmanagement versuche ich natürlich auch zu machen, aber es geht nicht. Das kann ich nicht machen, wenn die beiden Red Bulls da hinter mir sind. So hoch mit Highspeed in Rouge. Und dann mache ich es, ja, ich zieh trotzdem durch, egal, ich ziehe trotzdem durch. Auch wenn ich dann immer 0% habe, ich will wirklich die maximale Geschwindigkeit hier haben. Weil anders bringt mir das nichts. Sehr, sehr knapp. Es könnte der nächste Start-Ziel-Sieg werden, aber da ist es noch ein langer Weg zu hin. Vor allem die letzten Runden werden jetzt nochmal bisschen Kräfte zehren da. Und auch wenn ich die Abschnitte so schlecht nehme, wie ich sie halt nehme, das ist echt sehr brutal. War noch geht. 2,2, jetzt habe ich hier wieder knapp über 20% ERS. Ist eine gute Balance. Es könnte also reichen. So, letzten 2 Runden, auf geht's. 2,5 Sekunden, Vorsprung wird ein bisschen größer, knapp 3 Sekunden. Aber nur ein bisschen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,8 Sekunden. Jetzt könnte ich natürlich auch überlegen, ob ich nochmal die Runde ERS auslasse und dann in der letzten Runde komplett verbrauche, aber das bringt nichts. 2,2, ich muss hier, warte mal, jetzt mache ich es mal ein bisschen später an, jetzt. Und vielleicht auch nicht komplett, dann mache ich es erst in der letzten Runde an. Die kommen nämlich 2,1, 2,7, also Platz, ich weiß nicht, Platz 1 will ich nicht sagen, ist schon entschieden. Ich glaube, das Podium ist schon entschieden, aber wer jetzt das gewinnt und Zweiter, Dritter wird, das glaube ich noch nicht. Dazu ist einfach noch zu lange zu fahren und dazu kenne ich mich auch. Dass ich dann gerne auch nochmal schludrig werde in den letzten Augenblicken dieses Rennens. Aber ich hoffe jetzt nicht.
So, den Abschnitt auch eigentlich gut genommen. Da hatte ich auch gedacht, da kriege ich mehr Probleme. Wegen dem etwas erhöhten Curb. So, knapp bei 30% jetzt. Jetzt lasse ich die lange gerade auch nochmal ERS aus. Hab einen schnellsten zweiten Sektor gefahren. Okay, mal gucken, ob ich meine Bestzeit nochmal verbessern kann. Und dann läuten wir die letzte Runde ein. Verstappen auf der 2, Perez Dritter. Ich führe. Würde dann also die volle Punktzahl mitnehmen, was sehr, sehr wichtig wäre. Einfach auch fürs Selbstbewusstsein. So, und jetzt letzte Runde. Auf geht's. Einmal noch durch diesen langen Rundkurs hier durch. Vor Red Bull unseren nächsten Sieg feiern. So, auf geht's. 1,9 Sekunden. Verstappen holt also auf. Das heißt für uns jetzt ERS voll komplett einschalten. Für den Rest der Runde. Ja, einmal noch Orange. Sehr gut durchfahren. Perfekt. 1,8. Ihr seht, der pusht auch. Der holt auch nochmal alles raus. Die letzten Meter. Ganz, ganz entscheidend jetzt. 5%. Das geht gerade noch. Auch hier den Abschnitt gut genommen, 2,3 Sekunden, also der Vorsprung bleibt konstant. 2,3 Sekunden, das ist okay. Und Verstappen hat da noch erstmal mit Perez zu tun. Glaube, ich kann schon mal vorsichtig sagen, dass wir hier den nächsten Sieg holen. Das könnte jetzt reichen, ja. 2,1 Sekunde. Wenn ich jetzt gleich auf den langen Abschnitt bin, dann reicht das. Ja, das müsste reichen für den nächsten Sieg. Start-Ziel-Sieg. Ausrufezeichen. Hier die eine Kurve nochmal gut mitnehmen. Ja, Bande heile lassen. Und ein letztes Mal noch Vollspeed geben. Also, das wird reichen. Der nächste Sieg ist unter Dach und Fach. 26 Punkte. Wow. Und wir kommen ein bisschen näher ran an Verstappen und an Sergio Perez. Nicht viel. Aber wir kommen ran. Und somit bleibt die Meisterschaft. Man mag es kaum glauben. Dank mir. Bisschen spannender. Wir sind mittendrin. Und da ist hier die Zielflagge. Gewonnen. Nächstes Rennen. Ob dieses Team hier in Spa gewinnen kann, aber es wurde ein spektakulärer Sieg. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Das Haas-Team ist zweifellos zufrieden mit der heutigen Leistung, denn damit haben sie dieses Wochenende den Sieg errungen. Und genau in diesem Moment begeben sich die Fahrer für die Siegerehrung auf das Podium. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan. Aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der einzig wahre. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start.
Ja, also am Ende muss man sagen, wirklich souverän gefahren. Die ersten Runden waren ein bisschen brenzlig. Ja, Perez schnappt mir noch die schnellste Rundenzeit weg. Schade, fehlt mir dieser zusätzliche Punkt. Leclerc auch wieder von der 15 gestartet. Dann gut, hat er auch wahrscheinlich wieder ein paar Teile ausbauen lassen. Guanyu ist der Einzige, der ausscheidet. Rangliste, sehr, sehr entscheidend. 45 Punkte nur noch Rückstand auf Sergio Perez und nur noch 34 auf Verstappen. Wir wieder Dritter. Wir tauschen da mit Mercedes. Wahnsinn, es geht so nahtlos weiter. Es wird ein Schneckenrennen bis zum Schluss. Leclerc, ja gut, da wird er nicht mehr viel mitreden können. Vielleicht, mal gucken. Es kann ja schnell gehen in der Formel 1. So, ein bisschen Fahreranerkennung auch wieder. Mir fehlt ein Rivale irgendwie oder bekomme ich gar keinen mehr. Komisch, Vertrag habe ich ja auch erst verlängert, aber einen Rivalen, vielleicht trauen die sich alle nicht gegen mich. Nun gut, Runde 15. Es werden immer weniger Rennen, immer weniger Punkte, die es gibt. Aber trotzdem. Sehr, sehr heiße Saison, muss ich sagen. Niederlande ist jetzt der nächste Grand Prix, okay. Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Marketingabteilung. Nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Die Presse fragt, wen du als so, jetzt kommt's. Wir brauchen deine Meinung. Tja, Verstappen oder Sergio Perez. Eigentlich ist das egal, wen ich nehme. Ich sehe Verstappen noch ein bisschen vor Sergio Perez, deswegen mache ich mal... Obwohl, Perez ist führender der Rangliste. Boah, schwierig, schwierig. Ich mach mal Verstappen. Weil, wie gesagt, ich sehe ihn zwar stärker als Sergio Perez, aber Perez ist ja Erster in der Fahrerrangliste. Das habe ich gar nicht überdacht. So, überspringen und weiter. Wir haben über 2000 Ressourcenpunkte. Da können wir jetzt nochmal kurz schauen, was bei der FE so geht. Ja, und das ist natürlich jetzt ein Heimspiel für Max, ne? Aber es heißt ja nicht, dass wir ihm das Heimspiel nicht doch irgendwie vermiesen können. Vielleicht. Mal gucken. Lässt sich auch eigentlich auch wohl gut fahren. Sektor 2, freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Aber sollte vielleicht ganz gut werden. So, gucken wir mal. 2004 Ressourcenpunkte. Ja, wir sind hier Vierter. Seitenkasten, Luftleitbleche haben wir freigeschaltet. Okay, da ist noch ein großes Upgrade. Warte mal, irgendeins war doch noch im Gange. Oder habe ich zurzeit gar nichts im Gange? Lass mich mal gucken. Ah, doch, bei der Strapazierfähigkeit bis zum 13. September wird das dann fertig. So, wir haben jetzt hier Bremsscheibenbreite. Kann man nochmal machen. Wird nach Italien fertig. Und den Rest, den hole ich mir dann, wenn ich das Training und so weiter alles soweit gut abgeschlossen habe. Also, wir sehen uns im nächsten Rennen wieder in Sanford. Macht's gut. Ciao, ciao.